So, ein frostiges Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Spellforce: The Breath of Winter, dem ersten Add-on zu Spellforce: The Order of Dawn. Und wir sehen, wir haben neben einem reizenden Hintergrundbild auch neu, dass wir neben der Kampagne jetzt auch die Arin-Kampagne spielen können. Die Kampagne zu Spellforce: The Breath of Winter. Schauen wir gleich mal rein. Wir können natürlich wieder unseren Charakter erstellen, das machen wir auch gleich. So, machen wir mal. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt leichte Kriegskunst nehmen soll, was mich auch mal gereizt hat, oder irgendeine Magieart. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, wir nehmen wieder schwere Kriegskunst. Ich weiß, es ist oldschool, ich weiß, ich hatte es schon im Normalspiel, aber im Nachhinein habe ich jetzt gedacht, das passt einfach bei weitem am besten zu dem Charakter. Warum? Ihr wollt doch nicht, dass ich spoile, oder? Also nicht nachfragen. Und wie ich meinen Charakter nenne, habe ich auch lange überlegt. Aber ich bin zu einem Entschluss gekommen und frage nicht wieso, denn ja, ich möchte nicht spoilern. Ich nenne ihn einfach mal Shadow. Wie Shadow? Ja, wie Shadow. Gut, dann verteilen wir mal unsere Attributspunkte. Ich werde diesmal nicht auf Magie gehen, rein auf Kampf. Dementsprechend, boah, ist das gerade laut. Ich gucke mal nach, ob das in Ordnung ist. Einen Moment kurz. Ja, es ist knapp in Ordnung. Die Hauptmenümusik ist sowieso mit Abstand das lauteste im Spiel. Deswegen ändere ich jetzt nicht groß rum, weil nachher ist es wieder zu leise. Das wird schon so passen. Also, bevor die Musik jetzt wieder einen Höhepunkt erreicht, ihr werdet die noch früh genug ganz hören, keine Sorge. Die ist nämlich eigentlich ganz schön. Das ist nämlich die Titelmusik zu Breath of Winter. Also, wie gesagt, wir nennen einfach mal Shadow und das Aussehen machen wir noch. Ich habe jetzt auch eine Weile lang überlegt, aber ich hab's vergessen. Leute, die jetzt die gesamte Reihe können, wissen vielleicht, nach welchen Kriterien ich hier schaue, aber ich hab's vergessen. Tut mir leid. Ich nehme jetzt einfach mal. Wen wollte ich jetzt nehmen? Nehmen wir einfach den. Das schaut doch aus wie ein typischer Weltenretter. So, und dann wollen wir einfach anfangen. Dann herzlich willkommen zum Let's Play Spellforce: Breath of Winter. Es geht los. Als die Welt jung war, herrschte ein Drache über den Himmel. Ein Drache weiß wie der Winter. Die Elfen nannten ihn Arin, den Frostweber. Denn unter dem mächtigen Schlag seiner Schwingen gefror die Welt zu Eis. Keine Armee vermochte ihn zu bezwingen. Nur das Lied einer Elfenkönigin erwärmte sein Herz und er schenkte ihrem Volk die Macht des Winters, auf dass sie in seinem kalten Hort unter dem Eis auf ewig für ihn singen möge. 1000 Jahre währte dieser Bund bis heute. Tja, das sieht wohl ein wenig nach Ärger aus. Wie es aussieht. Wie es aussieht, sieht es aus, dass es nach was aussieht. Und das ist übrigens der Ladebalken. Der hat auch was, oder? So sieht auch das Spielecover aus. Zumindest, wenn man noch die Normalversion hat. Und jetzt leise, es geht los. Endlich. Was ist geschehen? Wo bin ich hier? Willkommen in Miratur, ein gottverlassener Sumpf irgendwo im schwarzen Herzen von Urgard. Wahrlich kein schöner Ort. Aber du wirst bald Gelegenheit haben, das zu ändern. Was wünscht ihr? Das wirst du bald erfahren. Aber nicht hier. Zu viel dunkles Volk in der Nähe. Die Rune unterwirft mich eurem Willen. Befehlt's und ich gehorche. Ah, verlockend. Grimm, gib die Rune heraus.
So war die Abmachung. Aber ein gehorsamer Kämpfer dient unserer Sache mehr. Gib sie heraus. Also gut. Hier, du bist frei. Willkommen, Freund. Ich bin Lena, das ist Grimm. Genug jetzt. Folge uns. Im Lager der Flüchtlinge können wir reden. Okay. Es geht los. Diesmal hat uns kein Zirkelmagier geweckt, sondern einfach zwei Leute, die wir nicht kennen. Wer sind die beiden? Ach du lieber Gott. Ich glaube, ich muss mal die Auflösung noch ein bisschen verändern. Schaut ein bisschen komisch aus. Seelenfels. Ja, ich drehe da noch ein bisschen rum, keine Sorge. So, wir sollen Grimm folgen. Lena folgt uns. Gut, dann wartet mal ganz kurz. Ich schau mal, wie es mit dem Sound hinhaut und ändere mal kurz die Auflösung. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und Gott, war das laut. Ich habe jetzt noch mal ein Stück runtergefahren. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Und die Grafikeinstellungen sind jetzt noch mal ein bisschen geändert. Ich musste jetzt leider das Niedrigste nehmen, der 1024er-Einstellung. Weil, ja, Camtasia Studio mag das beim Rendern nicht so sehr, wenn die Auflösungen so hoch sind. Und bei Spellforce meckert das besonders rum. Habe ich ja schon mal in Out of Dawn erwähnt? Kennt ihr Wayne? Und ja, wir beginnen mal. Für die Leute, die sich fragen, warum hat der sich Shadow genannt? Ganz ehrlich, ich hätte mir auch einen Namen einfallen lassen können, aber bevor ich den jetzt Hans oder Fritz nenne oder was weiß ich wie, nehme ich einfach einen Namen, der halbwegs fürs Spiel relevant ist und sag euch auch nicht, wieso. Jetzt wollte ich gerade machen. Hat nicht geklappt. Ich bin noch ein bisschen heiser. Der kalte Winter. So, wir sollen Grimm folgen. Wir wurden einfach von zwei Leuten beschworen. Lena und Grimm. Wir haben noch keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Keiner von beiden. Und die haben uns aber gleich die Freiheit geschenkt, wie es Rohan damals mit unserem alten Phil gemacht hat. So viel aber schon mal vorweg. Wir sind nicht mehr der Runenkrieger aus The Order of Dawn. Wir sind ein anderer Runenkrieger, der ebenfalls erweckt wurde und keine Ahnung hat, wer er war, was er getan hat. Hat sehr wenig Erinnerung. Ich bin gerade aufs Maul. Aufs Maul. Bäh. Lauf, Shadow. Lauf. Die beiden machen das für uns. Super. Hey, hier haben wir tolle Sachen gekriegt. Mal gleich mal gucken, was wir... Ja, toll. Wow, diese ganze Beute. Wir haben einen Feuerschlag. Würde mich ja wundern, wenn wir den lernen könnten. Wollte schon sagen. Ich habe mich doch nicht verskillt, nein. Bei einem Punkt sich zu verskillen, das ist echt meine Leistung. Gut, aber schauen wir mal weiter den Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Oh. Läufe. Dann läufen wir mal ein. Boah. Was ist los? Spiel, jetzt wurde doch nicht. Geht es hier sogar schon los? Bitte doch nicht bei so einem alten Spiel. Gut. Natürlich wieder mal jedes Eck erkunden. Seht ihr, da hinten ist eine Truhe. Eine dunkle Stufe 11. Ach, so ist das. Aha. Gut. Dann mal heiter weiter. Da drüben ist noch mehr zum Verprügeln. Ein schwacher Tiermensch. Soviel zum Thema folgt mir. Jetzt bin ich derjenige, der davor ausläuft. Ach, egal. Einfach den Weg entlang. Wir können uns gar nicht verlaufen. Nicht mal ich. Das ist echt eine Leistung. So, biegen wir gleich mal rechts ab. Ziemlich sumpfig hier, oder? So, guten Tag. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Shadow. Ich krieg mal Shadow-artig aufs Maul bei FPS. Ah!
langsam glaube ich wirklich, dass mit Fraps irgendwas nicht stimmt. Das gleiche Problem hatte ich bei Skyrim auch. Na gut, Skyrim ist jetzt ein neueres Spiel, aber so ähnliche Einbrüche wie hier. Muss wirklich irgendwas mit dem Pfad verkehrt sein. Och, jetzt. Nein, wie kann man denn in der ersten Mission sterben? Das habe ich noch nie geschafft. Oh Mann. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich lade jetzt nicht. Könnt ihr vergessen. Ich gehe eben mit dem Tod. Aber ich kann mal eben was anderes schauen. Ein Momentchen. So, dass das mit dem Ruckeln mal ein Ende nimmt. Weil ich glaube, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das hat jetzt bei Spellforce einen anderen Grund gehabt. Jetzt habe ich mich nämlich ein bisschen ans The Order of Dawn zurückerinnert. Da war das auch ein bisschen abhängig von den FPS-Zahlen, die ich eingestellt hatte. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. An sich läuft es ja sowieso flüssig, aber wenn es gerade an solchen Augenblicken wie jetzt anfängt zu ruckeln, boah, es ist nicht das nix gut. Alles böse. Oh, laufen wir mal so. Das geht ein Stück schneller. Wissen wir ja noch. Wissen wir ja noch. Die Leute, die es nicht wissen. Schaut euch doch einfach mal Spellforce The Order of Dawn Let's Play an. Wenn nicht eins von mir, dann irgendeins. Oder spielt selber. Glaubt mir, es ist wirklich um einiges toller, alles zu kennen. Von Grund auf und dann weiterzumachen. Ich kenne einige, die fangen mit dem zweiten Teil von dem Spiel an oder mit einem Add-on und fragen sich, hä, was ist das hier überhaupt? Ich sage, es hat die das mal in Wolf of Winter schon ziemlich in die Story reingeworfen wird und voraussetzt, dass man die Grundsätze der Story versteht. Viele Sachen. Da wird nämlich nicht mehr alles erklärt, so wie vorher. Auch hintergrundtechnisch weniger. Deshalb tut euch auch selbst einen Gefallen, falls ihr The Order of Dawn noch nicht kennt. Schaut euch Videos dazu an oder spielt es selbst durch. Glaubt mir, es lohnt sich. Auch wenn das hier eine ganz andere Story erzählt, als The Order of Dawn. Parallelen sind trotzdem da. So, gefangen. Der fängt sich erstmal an. Hat sich erstmal wild ein paar gefangen. Ich habe mir gerade mal wild ein neues Level abgefangen, das ist auch gut. Machen wir uns gleich noch eins auf große Klingwaffen dazu. Leichte Kriegskunst müssen wir natürlich auch lernen, aber nur auf Stufe 1. Weil das gibt uns die Erlösung. Machen wir immer so. Zwei da, eins da. Das ganze Spiel. Falls dann irgendwo noch mal Punkte übrig sein würden, könnte ich ein bisschen auf Wendigkeit gehen. Aber ich mache diesmal keine Magie mehr. Die weiße Magie bei unserem alten Charakter in Order of Dawn hat uns am Ende auch viel zu wenig gebracht im Vergleich. Aber damit es noch Unterschiede zwischen dem Charakter und meinem Order of Dawn Charakter sind, werde ich den ausschließlich auf zwei Hände spielen und den Order of Dawn Charakter, wenn wir den weiterspielen in Shadow of the Phoenix, werde ich auf Schwert und Schild trimmen. Der hat jetzt am Ende sowieso Schwert und Schild gehabt und ich finde, das passt doch besser zu dem. So. Sehr lang kann ich diese Aufnahme jetzt leider nicht machen, aber die erste Insel machen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal einiges, glaubt mir.